Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge hier von Rise of Industry bei uns auf MicroHazard TV. Ich bin der Eistfried und begrüße euch wieder ganz herzlich hier zurück. So, wir haben jetzt immerhin schon 3 Wochen Rise of Industry hinter uns, beziehungsweise hinter uns, klingt so abwertend, gemacht, so, sagen wir es einfach so. Und es gab ein Update. Es gab ein Update vom Spiel, Version 7.2, Alpha-Version. Und wir haben nur das Problem, dass der Ressourcenabbau bei einigen Sachen geändert wurde. Und wir dadurch einige Ressourcen nicht mehr so bekommen, wie wir es gerne hätten. Wasser läuft alles so wie gehabt, da hat sich nichts verändert. Wo sich allerdings was verändert hat, ist beim Kupfer zum Beispiel. Holz übrigens auch nicht. Holz läuft anscheinend auch weiterhin immer noch so wie gehabt. Sehe ich hier keine Änderungen. Ihr seht hier unten, wir haben auch wirklich weniger Sammler. Hier sind Küstensammler, Sand und Wasser. Landbasierte Sammler ist nur Holz und Offshore ist nur noch Fischer und Offshore Ölbohrer. Alles andere ist nicht da. Was einfach mal eben daran liegt, dass sie das hier geändert haben. Guckt mal. Jetzt sind unsere ganzen großen Minen alle weg. Dafür stehen so eine kleinen Dinger jetzt hier. Also unsere beiden Kupferminen, die einfach mal nichts mehr produzieren. Ja. Was einfach daran liegt, dass man jetzt quasi ein Monopol darauf erwerben muss. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, es gibt wohl nur noch eine, an einer Stelle auf der Karte, nur noch Kupfer, nicht wie hier überall. Seht ihr, hier hat jetzt auch eine Menge, wie viel Kupfer da drin ist, mit Zahlenangabe. Und das nicht nur für Kupfer, sondern das Ganze auch für Eisen, bei Öl auch, ne? Ja, Öl auch. Eisen ebenfalls, hier hinten ist Eisen, seht ihr, genau dasselbe. Irgendwo haben wir bestimmt auch noch Gas, oder hätten wir auch noch Gas. Da wäre das dann wahrscheinlich identisch. Ich weiß gerade jetzt nicht auswendig, wo wir Gas haben, an welcher Ecke der Karte, aber spielt ja auch keine Rolle. Ist auf jeden Fall simultan dazu, also ist exakt dasselbe. Habe ich hier irgendwo Gas? Nein. Gab es hier irgendwo Gas? Ja. Ach, wenn man draufklicken, wenn man hingespawnt, da ist Gas, hüpft da auch mit einer Mengenangabe. Wenn das aufgebraucht ist, war es das. Was ich allerdings auch ein bisschen schade finde, diese Angabe, dass es, wenn es aufgebraucht ist, ist vorbei. Soll aber, wie gesagt, nur an einer Stelle der Karte sein. Das Problem ist, dass dann wohl an diesen Stellen auch so eine Art Monopolsache ist, die man dann kaufen oder kontrollieren muss, wie auch immer, damit man die Ressourcen da abbauen kann. Das Problem ist nur, Kupfer könnten wir jetzt noch hinkriegen, weil wir hier so eine Mine haben. 2 alte Minen quasi. Alles andere würde aber nicht mehr klappen. Würde man nicht mehr hinkriegen. Deswegen sehe ich mich gezwungen, ein neues Spiel zu starten. Worauf ich persönlich eigentlich auch keine Lust habe, aber, was heißt keine Lust? Lust schon, aber, man ist jetzt, hat jetzt doch schon ein bisschen was geschafft und, ja, wir machen es trotzdem. Und zwar gleich heute in dieser Folge hier und, deswegen werden wir jetzt diesen Spielstand einfach so stehen lassen, wie er ist. Wir speichern den nochmal. Und ja, hier ist eh veraltet, die Version. Brachte uns nichts mehr. Hat er mir auch schon gesagt, Version beim Laden, ne? Version veraltet. Wir gehen ins Hauptmenü zurück und erstellen ein neues Spiel. Nur leider ist mir tut. Ich würde lieben gerne auch das weitermachen. Aber wir starten ein neues. Wir gucken uns das mal an. Das würde bestimmt anders aussehen. So, Karriere. So, Straßenverkehr. Weiterhin natürlich rechts. Die Stadtnamen Deutsch, Kartengröße, Mittel lassen wir. Stadtindustrien. Nein. Legt fest, ob die Städte-KI Gebäude platziert oder nicht. Nö. Flusserzeugung. Ja, 2 Flüsse reichen. Locker. Voreinstellung ist normal. Lassen wir alles so, wie es ist. Schwierigkeitsgrad. Und machen einfach mal auf Spielen und dann gucken wir mal, wie das, wie die Karte jetzt aussieht, entsprechend der Ressourcen. Gleich werden wir uns gleich mal anschauen. Mal gucken, ob da jetzt wirklich ein Unterschied zu sehen ist. Ja, ist schade. Wir haben es schon weit gebracht. Waren jetzt schon dabei, ein paar Produkte zu produzieren, wirklich, also zu verarbeiten, nicht nur die Rohprodukte zu verkaufen.
Ich meine jetzt alles, was nicht aus der Landwirtschaft kommt, ne? Selbst Nutztiere. So, jetzt sollen wir unseren Hauptsitz platzieren. Das will ich erstmal mich aber umgucken. So, jetzt schauen wir uns mal um. Guckt mal hier oben zum Beispiel. Hier sind irgendwelche Gebäude. Guckt mal hier. Hier ist eine Kupfermine. Da liegt ein bisschen Kupfer. Also die Minen gibt es dann schon. Analyse können wir nicht machen. Das heißt, wir müssen das Ding erst kontrollieren. Irgendwie war das das Ding erst. Apfelkoch. Okay. Wir müssen das erst irgendwie kontrollieren. Wie müssen wir rausfinden? Hier sind Erdgaspumpen zum Beispiel. Zwei Erdgaspumpen. Also die Gebäude sind dann schon platziert. Ihr müsst dann nur noch die Sammler draufsetzen. Hier hinten ist noch eine Kupfermine. Also es gibt mehrere auf jeden Fall. Also sind trotzdem noch verteilt über die Karte. Aber hier ist Erdöl, Erdgas. Nochmal Erdöl, nochmal Kupfer, nochmal Erdöl. Also die Minen sind schon da. Wir müssen sie nur erst irgendwie kontrollieren. Hier ist Kohlegrube zum Beispiel. Seht ihr? Wer kontrolliert die? Ihingen. Okay. Hier ist eine Eisenmine. Das sind aber echt nicht viel Eisen, ne? Wenn man überlegt. Ich meine, von wegen, dass das auch nicht nachspawnt, ne? Also es spawnt wohl auch nicht nach. Also wenn das aufgebraucht ist, ist es vorbei. Finde ich ein bisschen... Ihr könnt es natürlich kaufen. Von außerhalb importieren. Soll gehen. Das habe ich zumindest gelesen, dass es gehen soll. Ob es geht, weiß ich nicht. Kann ich euch bisher noch nicht sagen. Also ihr seht, die Gebäude sind alle schon da. Die Minen. Na gut. Ja, müssen wir durch, ne? Achso, Apfelkoch heißt der Ort. Wo sind denn die Grenzen? Ach da. Hier ist eine Grenze. Das ist hier wieder. Eine Grenze, hat eine ganz beschissene Farbe, die Grenze hier. Wo bleibt denn die hier, wenn die hier im Wasser verschwindet? Ich weiß nicht, wo die Grenze bleibt. Achso, hier. Die geht hier an der Küste lang, am Ufer. Am Flussufer. Die macht hier schön brav eine Runde ums Wasser rum. Ist ja auch eine interessante Sache. Okay, gut. Das heißt, von hier an bis hier und dieses ganze Ding ist eins. Dann haben wir hier unten Bell. Bell. Geht bis hier und dann hier runter, also die ganze Ecke. Dann haben wir hier unten Ehingen. Hm. Kaltenhof, die Orte sind alle so winzig diesmal. Irgendwie gar kein wirklich großer dabei. Apfelkoch mit 30.000, ja. Bell ist noch relativ groß mit 120.000, ja. Übrigens, dieser rote Kreis, den ihr hier seht, ist der Einflussbereich. In dem Bereich dürft ihr nicht bauen, wenn ihr hier irgendwie keinen negativen Einfluss haben wollt. Ja, haben wir natürlich wieder die klassischen Märkte, wie immer. Ja. Oh, ich weiß nicht. Apfelkoch hat schön viel platte Fläche hier oben, ne? Bär hat hier hinten schön mit Wasser hier. Ganz viel Wasser. Einen dritten Laden gibt es hier noch nicht, aber den könnte man ja relativ schnell dann gegebenenfalls bekommen. Die Preise sind ja auch nicht gerade die schönsten. Was ist das hier? Oliven. Oh, ach stimmt, die haben was gesagt, von wegen, es gibt, wurden ein paar Sachen hinzugefügt. Wir können ja mal reinschauen in den Tech Tree.
Guck mal bei Essen. Wir können ja 3 wieder kostenlos machen am Anfang. Hier sehe ich schon was Neues. Ach nee, Waffeln gab es vorher auch schon. Aber hier sind Oliven. Da können wir Olivenöl machen zum Beispiel. Gemüse, Hopfen, Kartoffeln hatten wir alles schon. Hier können wir gekochtes Gemüse machen. Dafür brauchen wir allerdings, boah, brauchen wir eine ganze Menge, ne? Brauchen wir Oliven, also Olivenöl im Endeffekt. Wir brauchen Gemüse und Kartoffeln. Ist bei Nutztieren was Neues? Sehe ich jetzt nichts Neues. Gekochtes Rind. Fried Chicken, weiß nicht, das ist glaube ich neu, Fried Chicken. Ja, das ist neu. Dann gibt es noch Getränke. Hier sehe ich jetzt aber wirklich gar nichts Neues. Schreinerei. Da ist auch nichts Neues. Likör. Auf den ersten Blick erstmal nicht. Papier. Hier bin ich nicht ganz sicher, ob das vorher schon da war. Textil. Keine Ahnung. Glas- und Schwerindustrie. Der Computerspeicher, der ist auf jeden Fall neu. Denn es gibt jetzt nicht nur die Prototypen, die Autoprototypen, sondern ihr könnt jetzt auch, ihr habt 3 Möglichkeiten zu gewinnen, sage ich mal. Das Spiel hat ja wirklich ein Ziel, ne? Also ihr könnt hier wirklich zum Ende kommen, sage ich mal. Entweder, also das Ziel ist entweder, früher war es gewesen, nur die Autoprototypen, Fabriken, Autoprototypen herzustellen. Jetzt könnt ihr aber auch einen First Computer herstellen. Da braucht ihr dann natürlich hier Buttons, Punch Cards, Binary Switches, Glass Tubes, Capacitors, da könnt ihr halt die Computerspeicher herstellen, also die Memory herstellen, Prozessoren und natürlich das Interface. Und, oder ihr macht Pre-Made Dinner, also schon vorbereitetes Essen. Chicken Dinner, ja, hier noch Beerenkuchen und Plastikbesteck dann noch für den Dinner-Container und dann könnt ihr da auch Dinner herstellen. Bei den Feldern und Ernten ist natürlich jetzt ein bisschen Forschung weggefallen, weil die ganzen Landdinger natürlich weggefallen sind. 2 Landernter, ja gut, doch, braucht man dort auch noch, aber nur noch für bestimmte Sachen. Logistik, gibt's da was? Sieht so wenig aus, alles. Grundlegende Logistik. Fortgeschrittener Vertrieb. Oh. Und Effizienz. Ja. Gibt natürlich ein paar Rezepte, die dazugekommen sind. Wenn wir jetzt gucken, Fabriken, hier die Essenfabrik. Gibt es jetzt den Rindfleischeintopf, ja. Hinterher dann gibt es den Rindfleischeintopf, verbrauchen wir Rindfleisch für Gemüse und Wasser, dann könnten wir direkt Rindfleischeintopf machen. Beerenkuchen, klar. Burger, Käse gab es vorher schon, Schokoriegel. Schokoladenkuchen gab es auch schon, Teig, Mehl, Pizza, Waffeln gab es alles schon. Chicken Dinner gab es noch nicht, ist neu. Cooked Vegetables, Fried Chicken, Olivenöl, ja. Sind halt ein paar Sachen dazugekommen. Meal Packaging Mega Factory. Und da können wir dann halt dieses Pre-Made oder hier die Mainframe Assembly. Da können wir den First Computer herstellen. Hier ist er. First Computer brauchen wir 6x Interface, 6x Prozessor und 6x Speicher. Und dann können wir den First Computer herstellen im Wert von 19 Millionen. Oder hier die Automobil halt den Prototypen. Ne? Weiterhin. Das ist ja das Ziel an sich, da hinzukommen. Ihr könnt jetzt natürlich sehr gezielt darauf hinarbeiten. Ja. Das können wir ja einfach wirklich mal machen. Wir versuchen einfach mal so schnell es geht, so schnell es eben jetzt für uns geht, in Richtung eines neuen, eines Prototyp, eines, ja, dieses Dings zu kommen hier. Da machen wir, entscheiden uns mal jetzt für einen und machen einfach mal der Beerenkuchen ist nicht so kompliziert. Das Chicken Diner, da brauchen wir nur das Gemüse, für das Gemüse brauchen wir wieder Öl, okay.
Chicken Diner, Fried Chicken brauchen wir Mehl, Olivenöl, okay, das ist alles nicht so problematisch. Diner Container, Karton, für Karton brauchen wir Zellstoff und Zellstoff kriegen wir aus Holz und Dings, okay. Wir müssen gucken, was wir brauchen. Plastikbesteck. Auch muss ich Plastik, ne? Erfordert Öl und Erdgas. So, da brauchen wir Plastik, Öl und Erdgas. Kriegen wir Plastik raus. Okay. Und für den Bärenkuchen brauchen wir nur was Bären und Teig. Und der Teig ist wieder Mehl und Wasser. Und hier ist wieder nur Getreide. Okay. Alles klar. Gut. Wir sollen unseren Hauptsitz platzieren, dann machen wir das doch mal, und zwar in Bell. Bell ist übrigens Schwerindustrie angehaucht, ja, rein optikmäßig zumindest. Und deswegen platzieren wir jetzt hier unseren Hauptsitz hin. Einfach mal, ja, da passt er rein. Da, so. Somit haben wir für Bell meines Wissens gleich unsere Baugenehmigung. Und können hier gleich was machen. So. Fisch gibt's hier. Wollen die auch Fisch haben? Das wäre natürlich optimal. Nein, wollen sie natürlich nicht. Wäre ja klar. Aber Oliven wollen sie haben. Oliven ist im Obstgarten. Das ist Plantage. Das ist Feldfrucht. Das ist Obstgarten. Plantage, Obstgarten, Obstgarten, Feldfrucht. Wenn wir jetzt in Richtung, gleich in die richtige Richtung gehen wollen. Jetzt will ich mal nämlich nichts machen, was wir nicht brauchen. So. Aber das Ausknobeln, wisst ihr was, das machen wir in der nächsten Folge, denn diese Folge ist doch schon wieder zu Ende. Und deswegen sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder, wenn es denn hier weitergeht mit, wir versuchen, Premade Diner herzustellen. Und, ja, ich verabschiede mich bis dahin von euch, wünsche euch noch einen schönen Rest Montag und sage ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis morgen, schalt wieder ein, dann geht's hier weiter. Tschö, tschö!